könntest. Ach, falsche Taste. So. Bitte. Ich hab's geübt. Bitte? Ich hab's geübt. Ja, wie gesagt, du verdirbst mal die Freude am Gewitter bestimmt noch. So langsam weiß ich, wo es hergeht. Glaube ich. Wieso ist die Vase gemeint? Ach so, nee, das. Echt? Hä? Du hast gesagt, zum Ende des Flurs. Was lachst du denn da schon wieder? Was? Treppe runter? Du hast doch gerade gesagt, wir sind von hinten diese dummen Kommentare, ne? Runter soll ich. Okay, gehen wir runter. Ich bin unten, also nicht ganz. Eigentlich echt nur ein Badezimmer? Ja. Ja? Ich hab mich verlaufen. Ne? Da war ich ja gerade schon mal. So. Das Ach so, hier. Nach unten, sagst du. Ich bin unten. Der da nicht mehr sitzt. Was macht der denn da schon wieder? Ich traue dem noch nicht so ganz. Du würdest ihm auch nicht trauen, ja, ja. So, und jetzt? Der ist weg, ne? Ich schwöre, der ist weg. Okay. Ich schwöre. Ja, ich gehe jetzt hupen und flieg vom Stuhl, ne? Ich glaube, der kommt. Ja. Boah, ihr seid so fies. Müssen uns die Vogelscheuche angucken gehen, oder was? Ah, okay. Dann gehen wir da großen Bogen um die Vogelscheuche. Oh nein, nein, nein. Das muss man aber auch erstmal wissen, dass man da raus muss, oder? Da ist irgendwo was drin, ne? Wahrscheinlich wieder hoch. Wo geht's denn hier hoch? Also, was das Coole ist von ihm. Ich kann mal sagen, das Schwarze ist so total. Du hast mal deine Hand wieder hoch. Was ist mit meinem? Ja, ich hab richtig Gänsehaut gekriegt. Aber es ist auch, das Bild war vorhin auch schon einmal drin, ne? Das Weiße ist fieser, ja, das stimmt. Du gehst mal um Keks da mit deiner Hupe da.
Aber das war fies, ja. Stehe ich denn da selber im Weg rum? Hierbei, da! Da! Mein Schatten steht da. Jetzt ist er wieder weg. Hä? Du rettest mich? Nein, Leute, ganz ehrlich, das spiele ich nicht. Ich habe mir das einmal so angeguckt, ich bin so schon gestorben. Oh nein, oh nein. Das ist so fies. Ja, und jetzt muss ich wieder warten, oder wie? Ach so. Ach, guck mal hier, die können wir mal mitnehmen. Hier ist noch ein Schlüssel. Was war wo? Boah, das kann ich leiden, ne? Was lief denn da vorbei? Okay. Ach, nicht schon wieder. Und jetzt? Langsam bin ich mir sicher, dass Linda recht hat. Irgendwas stimmt in diesem Haus nicht. Ich höre und sehe immer mehr Dinge, die ich nicht erklären kann. Ich lasse mich hier schon genug gerade erschrecken von mir selber. Ich setze nicht diese Brille auf. Nein, echt nicht. Also wenn man mich kennt, weiß man eigentlich, wie ich bei sowas total steil gehe. Das, da haben schon Leute für eine geknallt gekriegt. Aus Reflex. So, was machen wir jetzt? Ach, es ist ja wieder hell, dann können wir ja... Das sieht echt fies aus da oben. Weißt du das eigentlich? Ja. Ja. Das ist wie vorhin bei Elton? Ja, okay. Was quietscht hier so? Diese Töne von draußen. Wer hat dich? Ach so. Es regnet. Scheiß Wetter, ja. Kein Regenschirm dabei. Gehen wir rein. Es wird wieder dunkel. Was? Welche Katze? Du hast Spaß da hinten, ne? Super. Sieht nur so aus. Rechts, rechts, das andere rechts. Was will ich denn hier? Ich will hier nicht sein, dieser Teddy und dieser... ich möchte mich echt nicht umdrehen. Jetzt habe ich Angst vor Hoppelhäschen. Ja. Gut, dass ich allergisch gegen die Viecher bin. Oh ja, stimmt. So, jetzt haben wir wieder einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder nach oben. Wir sind oben. Fast oben. Da waren wir schon. Ich habe mich wieder verlaufen, war ja klar. Da waren wir auch schon. Was hast du? Alles gut, ja? Wo
Okay, dann versuchen wir das hier mal. Was denn? Was war das? Ich muss einfach mal lachen. Das ist super, wenn man die Kommentare hier im Hintergrund hört. Da kommen wir raus. Ja, André, was jetzt? Runter. Ich weiß nicht, wo der ist. Erstmal runter. Ich will hier erstmal. Oh, nein, das wollte ich nicht. Geradeaus. Mann, hör auf! Immer wird mir gesagt, hier wäre irgendeine Katze. Puh. Ach so, die Küche, ja, wo. Genau, und dann rechts im Regal. Ich bin zu klein. Kommt mein Schatten nicht? Diese Nacht hörte ich Linda schreien. Sie war sich sicher, dass sie die Vogelscheuche durchs Fenster gesehen hat. Ich habe nachgesehen. Draußen war alles ruhig. Naja, das sagen sie alle. Es wird immer schlimmer. So. Relativ harmlos ist sie, ja? Du kannst gerne nochmal spielen, wenn du möchtest. Muss ich spielen? Zwingend. Ich hätte hier ein paar Batterien. Also, so eins. Wow, ich latsche hier immer vor der Wand. Ja. Hübsch. Jetzt wird wieder dunkel. Zack. So. Nicht cool. Überhaupt nicht cool. Ich will nicht. Rechts rum was, ja. Mein Navi spinnt. Das andere links, okay. Was war das? Boah, mach dein scheiß Handy aus, ey. Ach, das war die Flasche. Bist du wahnsinnig? Oh Mann. Runter? Und. Ich habe relativ Glück hier mit den random Sachen, ne? Wir hatten so Leute, da war jetzt schon echt mehr und die sind echt gestorben. Hoch? Ach so. Was war das denn? Und jetzt? Ist wieder kaputt. Ja.
Maskenzimmer. Das Maskenzimmer? Wie? Achso, ja, sowas. Das ist schön, hier knackt's. Das sind deine alten Knochen, die hier knacken, genau. Ich habe keinen Schlüssel, meine Taschenlampe. Ein Zettel. Ja, habe ich gerade auch gemerkt. Habe ich den gerade übersehen? Das ist ja ein Ding. Gestern Nacht fing die alte Spieluhr von alleine an zu spielen. Ich versuchte sie abzustellen, aber es ging nicht. Sie spielte einfach immer weiter. Vor der Wand schmeißen, vielleicht hilft's ja. Weiß ich nicht. Ich traue dir nicht. Ach so, wir dürfen weiterspielen. Ja, ich sehe es ja sonst nicht. Ich achte ja nicht auf den kleinen Bildschirm. So. 19. 19 ist super, toll, klasse. Ganz, ja, schön. Wieso regnet denn das hier immer? Achso, nach oben ging es da lang. Das heißt. Mein Navi wieder stiften gegangen. Und hinter mir wird eh nur doof gelacht. Ja, ja. Jetzt habe ich schon wieder verlaufen. Wo muss ich denn hin? Man könnte mal. Ja. Nein. Was? Hier knarscht es schon wieder. Labyrinth hier, ne? Es ist so ätzend. André, ich habe mich verlaufen. Ja, ja. Du bist noch im Haus, Schwab. Ich bin noch im Haus, ja. Da bin ich. Runter. Du glaubst. Das heißt ja nichts. Echt? Na toll. Die Küche darf ich suchen. Wo ist die? Ist die unten? Echt? Aber die. Ich fand das gar nicht so. Also, das zu gucken fand ich jetzt nicht so. Fand ich jetzt nicht so schlimm zu gucken, jedenfalls. Ich habe ja mehr gelacht als. Ja, aber. Oh, jetzt ist dieses blöde Mistvieh wieder weg. Ach, Mann! Nicht cool. Was knatscht hier immer so? Hier? Nö. Schritte hinter mir? Ja, toll. Geh einfach weiter, dreh ich nicht um, ist alles okay. Boah, red mir sowas nur ein, ja? Die Tür, ja. Alles klar, Tür ist zu und Tür bleibt zu. Das wissen wir ja, das brauchen wir nicht ausprobieren. Wie war das denn hier? Ich glaube, es war einfach so, dass man ganz oft... Ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ich kenne zwar dieses Video, aber er hat, glaube ich, ganz oft diese Tür auf und zu gemacht. Und irgendwann ging das... Irgendwann kommt doch dieser blöde Schatten. Ja, das wollen wir doch schon mal. Oh yeah. Oh yeah. Aber ist das ein Bild von uns? Was wir gemacht haben? Ich wollte sagen. Das ist nämlich... Das kenne ich nämlich nicht. Ich will raus. Können
können wir jetzt hier raus? Warum nicht? Ah, Mann, ey! Scheiße! So ein Mist! Ja, und jetzt krieg ich doch irgendwo einen Schlüssel. Ja, genau, stinkt ein bisschen, ne? Ja, eh. Yeah! Jetzt können wir da raus hier. Siehst du? So geht das. Ich fand das so gut. Also das Video muss man sich echt angucken. Das war sehr schön. Wer hat jetzt gepfiffen? Im Spiel oder du? Oh, wieder ein Schatten. Okay. So, wo muss ich denn jetzt her? Wo ist denn dieser blöde Clown? Da muss ich bestimmt wieder her. Nein, ich war richtig? Okay. Aufgehen jetzt. Du glaubst nicht. Nein, natürlich nicht. Einmal die Treppe. Wo war denn die andere Treppe? Hier. Was? Die hier? Batterien. Immer gut. Was für ein Zimmer? Das Mehrblickzimmer. Ach, guck mal, ein Zettelchen. Als ich letzte Nacht wach wurde, glaubte ich, Kinder im Haus lachen zu hören. Linda hat davon nichts mitbekommen. Sonst wäre sie sicher noch unruhiger geworden. Nehmen wir mal stellvertretend wieder einen kurzen Tag. So, Tag 20, das ist, kann ja nicht so schlimm sein. Nee. Spieluhr anmachen, schon lange nicht mehr gemacht. Spieluhr haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Dabei ist sie so schön. Mit den Schatten, die Schatten, die auf die Wand projiziert werden, das haben wir im Grunde wirklich Schatten von der Darstellerin gegen die Wand. Und dann halt die sind von der Wand genommen, die Aufnahmen. Und natürlich entsprechend noch ein bisschen nachbearbeiten müssen. Mal ganz ohne funktioniert es natürlich nicht. Also ein bisschen Handarbeit waren die Fotos schon noch alle von der Bearbeitung. Überhaupt machen an dem Tag. Achso. Fußspuren hatten wir schon, das kann es also nicht sein. Kuckuck. Da ist er ja. Schön, dass du den abgekriegt hättest. Jetzt wäre ich geflogen. Keine Angst, er kommt nochmal wieder. Die Lache ist vorbei. Letztens hat mir auch jemand einfach so ein Foto gehalten von so einer Clowns-Visage. Ne? Ich lebe bei einer Foto. Ich habe mich so erschrocken. Das funktioniert in Obscure das auch ganz hervorragend. Ja, es gibt so drei Tage, wo ich es immer durcheinander schmeiße. Achso, ja, das passiert mir auch regelmäßig, ja. Wer bin ich, was mache ich hier, warum putze ich mir die Zähne? Ich habe gerade echt keinen Dunst.
Was muss ich tun? Nee, das muss doch mal eigentlich. Ah. Ich höre sie. Was auch wenig Leuten aufgefallen ist, ist dieser Sessel hier, wo die draufsteht gerade. Dass der ständig woanders steht. Der steht mal hier vom Tisch, mal da vom Tisch, mal hier vom Tisch. Der wechselt ständig den Platz. Das war wenig Leuten aufgefallen. Ups, weg ist sie. Jagd die Spieluhr. Machen wir. Ja. Ich habe ein paar versucht. Also ein paar Versuche habe ich gebraucht für Scarecrow, aber ja, habe ich. Es ist einfach zu viel, um sich alles exakt zu merken. Schlechte Nachrichten für dich. Du darfst wieder. So, ich mache aber jetzt auch nochmal hier nach ganz kurz eine Pause für eine Minute. Weil ich dann nämlich mal eben jetzt hier gerade schnell die Aufnahme nochmal prüfen möchte. Also, was jetzt startet, mache ich ganz kurz einen Moment Pause. Kleine Sekunde.